Wer Umsetzung der eIDAS-Verordnung sagt, was wir ja gerade mehrfach gesagt haben, der muss natürlich auch European Digital Identity Wallet sagen. Das ist ein Thema, das im Moment heiß diskutiert wird und natürlich auch heute ein super wichtiger Bestandteil unseres Programms ist. In Deutschland stellt sich in den nächsten Wochen und Monaten ganz konkret eben diese Frage, wie eine solche Wallet ausgestaltet werden soll. Und ich glaube, wenn Sie unsere nächsten Gäste fragen, haben Sie eine ganz klare Antwort auf diese Frage, nämlich nutzerfreundlich. Ich darf ganz herzlich begrüßen Frau Dr. Anna Wilsch, die uns heute online zugeschaltet ist von der ING, Dr. Kim Nguyen von der Bundesdruckerei und Johannes Janke von PwC. Ja, wir haben, um die Panel-Diskussion ein wenig zu begleiten, auch noch ein, zwei Folien mitgebracht. Vielleicht können wir die parallel nochmal einblenden. Wie wir es eben auch schon gehört haben, das Thema Wallet und insbesondere die EU-DI-Wallet beschäftigen uns alle hier in diesem Raum nicht erst seit Februar 2024. Und wir schauen jetzt gemeinsam mit den Vertretern, die Sie jetzt auf der Bühne sehen, beschäftigen uns damit, wie nutzerfreundlich, aber gleichzeitig auch, wie sicher wir die Zukunft gestalten können, wenn es um Wallets und insbesondere wenn es um die EU-DI-Wallet geht. Begrüßen möchte ich einmal, um auf der nächsten Folie dann die beiden Gesichter auch nochmal zu sehen. Ach, du hast einen. Perfekt. Frau Dr. Anna Wilsch, heute digital uns zugeschaltet von der ING. Sie kümmert sich insbesondere um das Thema User Experience. Und einmal Dr. Nguyen, der von der Bundesdruckerei heute bei uns ist und das Thema Nutzerfreundlichkeit insbesondere auch mit dem Thema Sicherheit in Verbindung bringen möchte. Wir haben es eben auch schon die theoretischen Mehrwerte gehört, die wir jetzt in der eIDAS finden. Und jetzt kommen wir aber auch dazu, wie können wir denn diese Innovation, wie können wir die Wallet zukünftig dann auch innovativ umsetzen, um den maximalen Mehrwert am Ende zu erzielen. Vielleicht dahingehend so eine erste allgemeine Frage an dich, Anna. In deine Richtung. Wallet bedeutet ja auch Innovation in der Zukunft und vielleicht nennst du uns mal drei Eigenschaften, wie du die ING in Bezug auf Innovationsmanagement beschreiben würdest und welche Ansätze ihr auch verfolgt, wenn es um solche innovativen Themen geht. Ja, hallo. Also wie ich die ING beschreiben würde. Ich finde, ein wichtiger Punkt, den ich bei uns hier in der Bank ist auf jeden Fall eine Kundenzentriertheit. Wir versuchen immer nah an den Kundinnen und Kunden zu sein und deren Bedürfnisse zu verstehen, auch als Grundvoraussetzung, um diese Nähe aufrechterhalten zu können. Gleichzeitig finde ich, ist die ING vor allem halt auch für eine Bank sehr digital und agil. Wenn es um Innovationen geht, sehe ich auch, dass wir mutig sind, aber vielleicht auch nicht immer mutig genug. Nicht mutig genug. Was wären denn aus deiner Sicht auch noch Punkte, jetzt ganz konkret gesprochen, wo kann man jetzt in Bezug auf die EU-DI-Wallet noch mutiger sein? Wo kann man noch mutiger sein? Ja, das ist natürlich auch bei uns als Bank immer eine große Herausforderung, mutiger zu sein, weil wir sind kein Startup, wir sind einfach auch sehr stark reguliert, das hemmt Innovationen. Manchmal würde ich mir wünschen, dass wir vielleicht einfach doch ein bisschen mehr ausprobieren, innerhalb natürlich unseres möglichen Rahmens, aber auszuprobieren, zu gucken, zu testen und vielleicht auch Sachen zu machen, Angebote anzubieten, die dann möglicherweise erstmal scheitern, aber auch ein Learning mit sich bringen können. Ausprobieren ist ein gutes Stichwort und hat auch immer ganz viel mit dem Thema Sicherheit zu tun, denn wir können nicht nur immer ausprobieren, ohne auch den genügend Sicherheit mitzubringen. Kim, aus deiner Sicht nochmal gesprochen, auch aus der Bundesdruckerei, welche Punkte, welche Eigenschaften würdest du nennen in Bezug auf Innovationsmanagement und insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit, um die Bundesdruckerei zu beschreiben?
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich würde in drei Schritten antworten. Das erste ist, glaube ich, die Bundesdruckerei ist viel innovativer, als man so denkt. Man denkt ja, wie der Name sagt, da wird nur gedruckt, da wird auch ganz viel noch gedruckt. Aber tatsächlich, wenn Sie unsere Produkte in Händen halten, und das hat ja eigentlich jeder, da sind viel mehr Dinge drin, die innovativ sind, als Sie wissen. Bei einigen ist das auch bewusst so gemacht. Bei anderen ist es eben schlichtweg so, dass es nicht so auffällt. Also das Erste ist, da ist viel Innovation. Zweitens ist, glaube ich, total wichtig, es ist eine ganz breite Innovation. Also wir sind weder sozusagen jetzt ein reines digitales Unternehmen, wir haben aber auch eine Farbenreiberei, wie bei Harry Potter. Also das heißt, diese Breite, auch der Fachbereich ist extrem groß und das ist herausfordernd, aber eben auch sehr spannend im Austausch. Und der dritte Punkt, das ist mir auch nochmal wichtig, ich glaube, dass die Bundesdruckerei tatsächlich auch immer nochmal den Anspruch hat, eben tatsächlich sozusagen das Gemeinwohl, die Infrastruktur, ne, das, was sozusagen uns hier in Deutschland betrifft, mit im Blick zu haben. Und ich glaube, das ist auch immer nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, der sozusagen da auch nochmal eine große Rolle spielt. Also von daher, was soll ich als Bereichsleiter Innovations auch sagen, viel mehr Innovation, als man wahrnimmt und tatsächlich viel Innovation, die auch jeder eigentlich täglich in Händen hält. Und Sicherheit ist natürlich sozusagen immer ein Thema und der Spagat zwischen Sicherheit und Umsetzbarkeit und Nutzbarkeit ist natürlich was, also ich bin jetzt 20 Jahre dabei, was mich quasi seit Tag 1 begleitet und es ist immer anders geworden, aber nie weggegangen. Ja, und wenn wir jetzt den Umschlag machen oder den Überschlag in Richtung der Wallet, haben wir im vergangenen Jahr von PwC eine Umfrage durchgeführt in Deutschland und 50% der Befragten haben hier angegeben, dass sie sich vorstellen können, den Personalausweis auf dem Smartphone in einer digitalen Brieftasche auch zu verwenden. Insbesondere die Jüngeren, aber auch das haben wir jetzt ja auch in der ersten Panel-Diskussion schon gehört, sind wesentlich affiner dahingehend. Nichtsdestotrotz sind zwei wesentliche Merkmale, die wir jetzt auch gleich im Anschluss diskutieren wollen, am häufigsten genannt worden, wenn es um die Eigenschaften der Wallet geht. Und zwar Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit. Und wenn wir uns hier beim Thema Sicherheit, Datensicherheit, Fälschungssicherheit, aber auch die Selbstbestimmung anschauen, sind das sehr, sehr aktuelle Punkte, die wir auch in der Ausgestaltung der EU-DI-Wallet aktuell diskutieren. Andererseits das Thema Nutzerfreundlichkeit, ebenfalls ein sehr, sehr wichtiger Punkt für die Befragten, insbesondere wenn es um das Handling geht, aber auch ja, wenn es um die Punkte wie die Einfachheit der Nutzung geht. Dahingehend ja, die Frage also an der Leitfaden, an der wir uns ja ein wenig orientieren wollen, wie lassen sich Sicherheitsaspekte und Nutzerfreundlichkeit bei der Umsetzung der DI-Wallet in Einklang bringen? Und vorweg vielleicht nochmal an dich, Kim, was bedeutet Sicherheit überhaupt? Ja, das ist natürlich fast eine philosophische Frage. Wir wissen alle sozusagen, absolute Sicherheit gibt es nicht. Man muss sich sozusagen immer an dem messen, was man kennt. Man muss sozusagen versuchen, das vorauszuschauen, was vielleicht passieren wird. Das ist bekanntlich, ne, die Voraussagen gerade für die Zukunft sind ja immer die, die besonders schwierig sind. Von daher ist klar, wir können sozusagen ja nur auf dem bauen, was wir kennen und versuchen uns gegen das zu wehren, was an Angriffen bekannt ist. Wir können Dinge vorausschauen. Alle, die sozusagen Kryptografie in intensiv betreiben, wissen, dass wir gerade ja mit dem ganzen Thema Quantencomputer, Postquantenkrypto in der vielleicht spannendsten Zeit leben, die man sich so vorstellen kann, wo eben klar ist, wenn der Quantencomputer wirklich kommt, dann fallen diese ganzen Algorithmen, aber ob er wirklich kommt, wissen wir eben nicht, weil immer gesagt wird, in 10 Jahren ist er da, aber das war vor 20 Jahren auch schon so. Aber man darf natürlich die Augen nicht verschließen, von daher muss man sagen, es ist ein agiler Prozess und zugleich ist es natürlich mit Produkten mit großer Lebensdauer und so auch nicht einfach. Wie kann man Dinge updaten? Also von daher glaube ich, Sicherheit ist immer relativ. Das ist ganz wichtig. Es gibt keine absolute Sicherheit und auch ein Zertifikat, sei es vom BSI oder von wem auch immer, gibt es natürlich immer nur Aussage darüber. Zum jetzigen Zeitpunkt, nach dem, was wir wissen, haben wir bis zu einem gewissen Maß alles geprüft und das ist gut. Und der Personalausweis, muss man natürlich ja sagen, ist sozusagen sicher, weil er ist zumindest, es ist nichts gebrochen worden von den Protokollen, ne? Obwohl er sozusagen jetzt seit über 10, also seit 15 Jahren sozusagen unterwegs ist. Das ist sozusagen für ein kryptografisches Objekt ja schon mal eine Leistung. Aber natürlich hat das auch damit zu tun, dass man sozusagen da relativ hoch eingestiegen ist. Und das ist eben sozusagen genau der Punkt. Was mir nochmal wichtig ist, diese Agilität spielt natürlich schon auch eine große Rolle. Man darf nicht vergessen,
der Ausweis, so wie er jetzt ja immer noch existiert, der ist im Prinzip ja 2006, 2007 konzipiert worden. Das ist natürlich eine Welt, ich weiß nicht, wer sich so dunkel erinnert, sowas wie Smartphones gab es da nicht. Und die Nutzung, da war irgendwie klar, gab eine große Diskussion, muss der Personalausweis nicht eine kontaktbehaftete Karte sein? Hat man sich damals gegen entschieden, im Nachhinein eine weise Entscheidung, war aber damals sehr umstritten. Und also von daher muss man eben auch sagen, die Sicherheit ist das eine und die Nutzungsanforderungen entwickeln sich sozusagen auch wahnsinnig schnell. Absolut. Anna, vielleicht auch das Thema Sicherheit nochmal an das Thema Sicherheit angeknüpft. Was gibt denn aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung Nutzern ein sicheres Gefühl, wenn es um ja, verschiedene Services, aber jetzt vielleicht auch insbesondere in Bezug auf die digitale Identität gibt? Was würdest du da sagen? Was gibt Nutzern dieses Gefühl? Das ist gar nicht so einfach pauschal zu beantworten natürlich. Also das Sicherheitsgefühl ist ja nicht rational, wie man schon sagt, es ist halt ein Gefühl. Also die Tatsache, dass jetzt eine Anwendung technologisch oder regulatorisch sicher ist, ist vielleicht eine notwendige Bedingung, aber halt reicht noch lange nicht aus, um ein Sicherheitsgefühl zu erzeugen. Und Sicherheitsgefühl ist notwendig. Also wenn man sich nicht sicher fühlt, dann vermeidet man und nutzt die Anwendung nicht, nutzt das Wallet nicht oder die digitale Identifikationsmöglichkeit. Um ein Sicherheitsgefühl zu erzeugen, sind zwei Faktoren total wichtig. Und das einmal das Vertrauen in eine Anwendung, aber auch die Selbstwirksamkeit, also quasi das Vertrauen in sich selbst, an ein Ziel zu gelangen, die Anwendung nutzen zu können, zielführend. Das ist halt entscheidend, dass man Vertrauen und Selbstwirksamkeit erreicht. Das sind jetzt erstmal große Begriffe, ne? Und ich kann das auch gar nicht sagen, was jetzt welche Punkte genau zu Vertrauen und zur Selbstwirksamkeit führen. Aber es gibt halt verschiedene Aspekte. Also das Vertrauen in der Anwendung, das ist natürlich, wie gesagt, einmal auch schon die Tatsache, dass es sicher ist, dass es zertifiziert ist, möglicherweise Gütesiegel können dabei sehr hilfreich sein. Und dann geht es halt darum, auch wo informieren sich die Menschen über Anwendungen. Einige lesen Heise Online oder hören auf den Chaos Computer Club, wie die Bewertungen da sind. Dann spielen aber auch so Sachen rein wie eine gute User Experience. Also das habe ich auch schon häufiger in Research-Projekten, in Interviews mit Kundinnen und Kunden mitbekommen, dass ja, wenn die UX einer Anwendung nicht gut ist, wenn es nicht funktioniert, dann fehlt absolut das Vertrauen in die Anwendung und dann hat man keine Lust, da sensible Daten mit zu speisen oder zu verwenden. Und dann natürlich auch ein letzter Punkt, oder nicht letzter Punkt, aber ein wichtiger Punkt ist der Herausgeber. Ne? Also wir wissen jetzt zum Beispiel, Banken wird tendenziell schon auch vertraut, weil da ja eh schon sehr viel mit wichtigen Daten, nämlich dein Geld quasi, dein Vermögen und so weiter, das wird alles an der Bank anvertraut. Banking-Apps werden genutzt immer mehr. Da ist auf jeden Fall Vertrauen gegenüber Banken. Das heißt aber nicht, dass nur Banken vertrauenswürdig sind. Da gibt es auch andere Anbieter, so ist das nicht. Na, aber dann im Kontext der Selbstwirksamkeit, was kann man da machen? Dann muss man halt auf jeden Fall vermeiden, dass die Nutzenden das Gefühl haben, nicht ausreichend Kompetenzen zu haben, die Anwendung zu nutzen. Und da ist es dann total hilfreich, einfach vertraute Prozesse zu verwenden. Also jetzt auch gerade in Bezug auf die Nutzung von Wallets und digitalen Identitäten ist dann schon auch wichtig zu schauen, okay, was nutzen die Menschen heute schon, um ihre Daten zu sichern oder auch freizugeben, meinetwegen wenn ich jetzt so an unsere Banking-App denke, da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, man kann durch Face-ID oder Touch-ID die App öffnen oder Überweisungen freigeben. Andere wiederum nutzen dann lieber einen PIN. Also das sind so bekannte Sicherheitsmechanismen, die Leute verwenden. Das ist dann einfach auch total gut, wenn man einfach darauf aufbaut, weil dann ist klar, okay, die Leute kennen sich aus. Auch viele orientieren sich einfach so an ihrer Peer Group. Was machen meine Bekannten? Was machen meine Familie? Was ist so schon so selbstverständlich? Was kommt an in der Gesellschaft und orientieren sich daran? Also, das sind auf jeden Fall Überlegungen, die damit einbezogen werden. Also, was wird genutzt? Womit fühlen die Leute sich wohl?
Also wichtig einfach dabei sein, was schon auch bekannt ist. Und damit man es schafft, diese doch recht neuen Aspekte der digitalen Identifizierung, der Wallet-Nutzung, dass es nicht zu fremd erscheint und die Leute schaffen, sich auch vielleicht zu überwinden, diesen neuen Dingen zu stellen. Anschließend daran vielleicht nochmal auch an dich. Vielen Dank, Anna. Aber jetzt aus technischer Sicht, das Thema Vertrauen, wie stärkt man das und was kann die Bundesdruckerei auch dazu beitragen, jetzt in Richtung Zukunft gesprochen, in Richtung EUDI-Wallet? Ja. Also ich würde erst nochmal den Punkt aufgreifen, den Anna gerade gemacht hat. Ich denke, was man ganz klar konstatieren muss, ist, dass jetzt in den vergangenen 15 Jahren ja unheimlich viel passiert ist und deswegen die Erwartungshaltung des Nutzers eben auch eine ganz andere ist. Also 2015, 2010 ist das natürlich eine andere Welt gewesen. Ich habe unlängst mal so ein iPhone in der Hand gehabt. Es gab mal iPhones ohne Biometrie. Ich weiß nicht, ob das allen hier im Raum so bewusst ist. Aber ich habe dann sozusagen 5 Minuten versucht, das Ding irgendwie mit meinem Finger aufzumachen. Das ging aber nicht. Man musste dann halt eine PIN eingeben. Und das zeigt, wie schnell sozusagen die Erwartungshaltung sich ändert. Und das ist, wir haben ja eben auch gehört, Face ID und andere Sachen. Okay, also ganz nah ran. Okay, danke. Gut, vielen Dank für den Hinweis. Also, die Erwartungshaltung hat sich, glaube ich, total verändert und dem muss man, glaube ich, Rechnung tragen. Das ist aber nicht so ganz einfach, ne? Jetzt aus technischer Sicht, aus Zertifizierungssicht. Ne? Eine 8-stellige PIN, da kann ich sozusagen sofort angeben, was das Sicherheitslevel ist. Bei Biometrie ist es eben, wenn ich mir so ein Common-Criteria-Verfahren vorstelle, eben nicht so einfach zu sagen, wie hart sozusagen das denn ist. Es macht aber tatsächlich jeder. Und von daher, das ist genau der Punkt, den Anna ja gerade angesprochen hat. Diese Erwartungshaltung ist einfach da, dass solche Verfahren umgesetzt werden. Und dem wird man sich sicherlich stellen müssen, weil genau so ein Bruch natürlich dann entsteht. Ich mache sozusagen alles an dem Gerät mit Face ID oder mit dem Fingerabdruck. Wenn ich dann so eine zentrale Anwendung nicht nutzen kann, dann wird man da wahrscheinlich Nutzer verlieren. Im Zweifelsfall, weil es sogar Nutzer gibt, die sagen, das Gerät ist kaputt. Das geht ja mit Fingerabdruck gar nicht. Die App funktioniert irgendwie nicht. Also das ist sicherlich ein ganz großer Aspekt. Ja, das Thema Vertrauenswürdigkeit in den Herausgeber, das ist sozusagen natürlich ein gewisses Heimspiel für die Bundesdruckerei. Wie alle immer sagen, ihr druckt ja Geld, also seid ihr vertrauenswürdig. Wir drucken schon auch ein bisschen mehr und machen auch noch viel mehr als das, aber ich glaube in der Tat spielt es natürlich eine Rolle, ne, mit welchen Institutionen man zusammenarbeitet. Und das ist natürlich etwas, was wir als Gruppe sozusagen, glaube ich, in der Vergangenheit gut gemacht haben. Aber natürlich geht es auch darum, neue Player da einzubinden. Insgesamt glaube ich ohnehin, wenn ich das vielleicht sagen darf, was Herr Schnorr ja auch sagte, es geht ja viel mehr als um die App, es geht viel mehr nur um die Wallet, es geht um das ganze Ökosystem. Und das Ökosystem braucht mehrere vertrauenswürdige Player. Und da werden wir sicherlich ein wichtiger sein mit den diversen Rollen, die es gibt. Aber es braucht mehr. Mhm. Und wir müssen auch in diesem ganzen Ökosystem denken. Wir dürfen jetzt nicht nur sagen, wir haben jetzt hier so eine App und mit dieser App wird jetzt auf einmal alles gut. So wird es nicht sein. Das war mit dem Personalausweis auch nicht, ne, sondern es braucht das ganze Ökosystem. Und ich denke, das ist eigentlich auch die große Errungenschaft in eIDAS, dass wir die Verpflichtung haben, die grenzüberschreitende Verpflichtung, dass wir die Infrastrukturen haben mit dem Thema Signatur und anderen. Das ist mehr als nur irgendein neues Stück Software. Und ich glaube auch, und da dann auch nochmal auch in die Zukunft geblickt, was natürlich auch eine große Errungenschaft ist, die Zusammenarbeit aus Wirtschaft, Politik, aber auch aus Sicherheitsaspekten. Was würdest du sagen, mit einem Blick nach vorne jetzt, auch wenn wir jetzt in Richtung Umsetzung, Richtung 2026 schauen, wie hat das in der Vergangenheit geklappt und was wünschst du dir vielleicht von den einzelnen Playern, sind ja auch viele hier, was wünschst du dir vielleicht noch mehr von diesen Themen? Also erstmal denke ich, dass insbesondere auch der Konsultationsprozess ein großer Schritt ist, ne, um wirklich eine Öffnung zu schaffen und sozusagen erstmal auch überhaupt alle Meinungen zu berücksichtigen. Auch das wissen wir ja, ist 2010 beim Personalausweis ganz anders gewesen. Am ersten Tag der Herausgabe gab es sofort eine große Pressemeldung, alles gebrochen. Stimmt am Ende gar nicht, es war einfach sozusagen eine Fake-Ausweis-App, wo man was eingegeben hat. Das hat mit dem Ausweis ja nichts zu tun, trotzdem war die Message, der Ausweis ist gleich am ersten Tag gebrochen. Da hoffen wir mal, dass wir jetzt mit dem Konsultationsprozess weiter sind. Trotzdem muss man natürlich irgendwie Entscheidungen dann treffen. Ich glaube, dass es ganz entscheidend darauf ankommt, die Erprobung, wie sie in den Large-Scale-Pilots passiert, wirklich gut voranzutreiben, die grenzüberschreitende Nutzung zu zeigen. Da haben wir heute Nachmittag ja noch schöne Beispiele. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Leute auch sehen, es geht hier nicht nur um ein nationales Thema, sondern es geht etwas, was sozusagen europaweit
Geltung hat. Das sind, glaube ich, ganz wichtige Themen. Und dann haben wir ja schon gehört, das Thema Anwendungsfälle ist natürlich spannend. Am Ende wird es sich entscheiden an den Anwendungsfällen und es wird sich auch entscheiden, auch das sozusagen kann man x-mal wiederholen, ne? Nicht an den berühmten 1,6 Interaktionen mit der Verwaltung, sondern es wird sich schon daran entscheiden, kann ich es sozusagen irgendwo anders verwenden. Ein schönstes Beispiel vielleicht, ist ja eine hart diskutierte Frage, ne? Das Thema Authentisierung im Banking-Bereich. Kann man das mit der Wallet machen? Meiner Meinung nach ja, aber da gibt es sozusagen ja noch Fragestellungen. Ich glaube, wenn man das machen könnte, wäre es ein Stück weit ein Durchbruch, weil das sehen wir ja aus den Nordics auch, ne? Da ist das sozusagen gang und gäbe, mit der EID kann man Banking machen und das ist was, was man wirklich ständig macht und was sozusagen einem auch wichtig ist, dass man das sicher macht und das deswegen auch mit Vertrauen verbunden wird. Also ich glaube, das Zusammenspiel ist es, wir müssen dieses Ökosystem denken und wir müssen sozusagen das breit denken, aber natürlich, wir haben ja gehört, OZG und all diese Themen ist auch total wichtig, das Thema OZG und EIDAS ganz eng zu verschränken, damit man auch für diese Themen die Synergien kriegt. Weil sonst bauen wir wieder separate Systeme in Deutschland, die wir dann mühevoll wieder zusammenführen müssen. Aber die Breite ist es, glaube ich, die eine Chance ist. Und wir müssen halt in den Large-Scale-Pilots zeigen, dass das funktioniert. Und da bin ich auch sehr optimistisch, dass wir das hinkriegen. Absolut. Und auf die Anwendungsfälle kommen wir gleich noch zu sprechen. Ich möchte die Chance noch einmal auch nutzen, um nochmal mit dir, Anna, dich nochmal ins Boot zu holen. Ja, wir haben jetzt ganz viel über Praxis gesprochen, ganz viel über aktuelle Entwicklungen. Ich habe aber auch in den Vorgesprächen mit dir erfahren, es gibt auch wissenschaftliche Themen, wissenschaftliche Ansätze, um das Thema Nutzerfreundlichkeit auch nochmal anders zu beleuchten. Magst du uns da kurz ein, zwei Einblicke geben und wie du diese Erfahrungen, diese Ansätze dann auch nutzen kannst, um die EU, die iWallet zukünftig denn zum Next Big Thing vielleicht zu machen? Ja, klar, sehr gerne. Also ich bin in der Arbeitsgruppe Nutzerakzeptanz. Das ist von dem Schaufenster sichere digitale Identitäten, quasi eine schaufensterübergreifende Arbeitsgruppe, interdisziplinär aus, also da sind meine Kolleginnen und ich von der ING, aber es sind auch einige, der Großteil sogar Kolleginnen und Kollegen aus dem wissenschaftlichen Kontext, von Fraunhofer-Instituten, von der HTW Dresden, vom Forschungszentrum für Informationstechnologie. Also das und wir arbeiten jetzt schon wirklich seit, ich glaube, mindestens anderthalb Jahren zusammen. Bringen wir unsere eigenen Erfahrungen zum Thema Nutzerakzeptanz bezüglich digitaler Identitäten mit. Jedenfalls, woran wir jetzt ganz viel gearbeitet haben, war ein sogenanntes Service Blueprint, wo wir schematisch dargestellt haben aus Nutzenden-Sicht, wie quasi das Zusammenspiel, es geht um den Use Case Verwaltung. Ich möchte den Dresden-Pass beantragen mit einem Wallet, mit der digitalen Identität. Und es geht quasi darum, dieser Service Blueprint zeigt schematisch diesen Prozess auf, was alles passiert. Also ich bin am Rechner und möchte den Dresden-Pass beantragen und kann mich dann entscheiden, möchte ich in die Behörde gehen oder möchte ich das digital mit einem Wallet machen. Okay, dann kann ich mein Wallet nutzen, was ich schon habe, ein Wallet runterladen. Und da geht es auch darum, aufzuzeigen, was ist wichtig, welche Kommunikation ist wichtig, dass die Nutzenden wissen, für welchen Weg entscheide ich mich und was brauche ich dafür. Welches Wallet kann ich dafür verwenden, wenn ich den digitalen Weg wähle? Also Informationen, Kommunikation, aber auch dann, wie muss das Zusammenspiel zwischen zwei Geräten sein, wenn man es denn mit zwei Geräten macht? Also wie kurz dargestellt, ich mache den Antrag am Laptop, aber habe mein Smartphone mit dem Wallet. Wie muss da die Interaktion sein? Worauf muss man achten, dass die Nutzenden immer genau wissen, wo sie stehen? Und das ist jetzt ein Ansatz, wir haben das ausgearbeitet und unterschiedlichen Versionen. Das ist total hilfreich, um auch quasi das zu veranschaulichen, wo halt wirklich die herausfordernden Schritte sind, an welcher Stelle kann man die Nutzenden schnell verlieren, überfordern. Dieses Service Blueprint, das wollen wir jetzt zusammen mit anderen Erkenntnissen aus User Experience Studien, wollen wir im Sammelband des Schaufensterprojekts veröffentlichen, so als ersten Schritt. Und darüber hinaus ist dann, was als nächstes kommt, ist, dass wir diese Erkenntnisse aus dem Service Blueprint wollen wir jetzt
als nächstes über Expertenevaluation, über Heuristiken, die wissenschaftlich anerkannt sind, Heuristiken zur Bewertung von Benutzerführung wollen wir bewerten und dann auch wissenschaftlich veröffentlichen und sowieso auch der ganzen, also unsere Erkenntnisse auch gerne der ganzen Gemeinschaft zur Verfügung stellen, weil es, ich denke, extrem hilfreich ist, die Nutzenperspektive in diesem sehr technischen Thema einzunehmen. Wir haben uns auch am Konsultationsprozess beteiligt und unser Feedback gegeben, weil wir denken, dass das doch sehr wertvoll ist, diese systematische Herangehensweise der Nutzerperspektive mitzudenken bei dem Thema. Auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du uns da auch noch einen Einblick gegeben hast. Ich schaue so ein bisschen auf die Zeit. Wir wollen kurz noch das Thema Anwendungsbereiche, Anwendungsfälle anschneiden. Ja, auch da nochmal ein, zwei Zahlen, ein, zwei Perspektiven aus unserer Umfrage, insbesondere digitale Behördengänge. Das haben wir heute Morgen schon in der Diskussion mitbekommen. Ein sehr, sehr entscheidender Faktor, aber auch weitere, wie aus dem Gesundheitssektor, Mobilitätsdiensten oder dem Banken- und Versicherungsbereich sind die favorisierten Anwendungsfälle, wenn es um eine digitale Brieftasche und die Anwendung dieser geht. Genauso können sich die Deutschen oder die Personen in Deutschland vorstellen, verschiedene Dokumente in der digitalen Brieftasche auch zu nutzen. Neben dem Personalausweis sind hier weitere noch genannt. Wir haben heute Morgen schon über das Henne-Ei-Problem gesprochen. Deswegen wollen wir jetzt noch mal kurz gemeinsam diskutieren, wie man ja diese Anwendungsfälle auch sicher und nutzerfreundlich etablieren kann. Und dann die erste Frage an dich. Welche Ansätze verfolgt ihr von der Bundesdruckerei, um diese dann doch sehr, sehr breite Palette auch anbieten und umsetzen zu können, um nachher das Ganze auch zum Fliegen zu bringen? Na, ich glaube, das ist wirklich mit der eIDAS Wallet sozusagen nochmal eine neue Chance, auch für das Thema Vertrauensdienste. Ist bis Ende letzten Jahres durfte ich ja das Thema D-Trust verantworten mit. Und auch da habe ich ja sozusagen immer wieder gesagt, dass das, glaube ich, neben der Identifikation, die natürlich ganz wichtig ist, also wer bin ich, am Ende die Frage, was ich eigentlich bin, also Attribute, ne, die Herr Schnorr ja auch in seiner Keynote schon angesprochen hat, nochmal ganz entscheidend sein werden. Vielleicht sind die sogar am Ende entscheidender. Ne, weil wenn ich mir angucke, was die D-Trust sozusagen rausgibt, dann haben wir natürlich eine gewisse Zahl an Personenzertifikaten, aber die große Zahl der Zertifikate sagt eigentlich immer, es ist eine Person mit einem bestimmten Attribut. Also es ist jemand, der ist Arzt, es ist jemand, der ist Geschäftsführer, der ist Rechtsanwalt und deswegen darf er bestimmte Sachen machen. Ne, der HBA in seiner Form jetzt ist ja quasi auch nur eine normale Signaturkarte, aber er hat das Arztattribut drauf und deswegen kann ich mich damit in der Telematikinfrastruktur bewegen. Also das zeigt, ich glaube, dass die eIDAS mit der Erkenntnis, dass die Attribute ganz entscheidend sind, nochmal eine Vielfalt von neuen Anwendungsfällen geöffnet hat. Und wir haben auch gehört, das Thema juristische Person, meiner Meinung nach massiv unterschätzt, könnte auch nochmal ein großer Katalysator werden. Weil wenn ich mir ehrlich angucke, gerade im Business-to-Business-Geschäft, da unterschreibt man im Moment ganz viel mit qualifizierter Signatur. Und Geschäftsführer unterschreiben schon persönlich mit qualifizierter Signatur, weil sie persönlich haften. Aber wenn ich irgendeine Rolle habe im Unternehmen, dann signiere ich qualifiziert. Aber das ist ja nicht meine persönliche Entscheidung, die ich da dokumentiere. Das ist eine Unterscheidung, die ich in einer Rolle mache, weil ich Umweltschutzbeauftragter bin und irgendwas melden muss oder Leiter der Finanzabteilung oder was auch immer. Also ich glaube, dass die Aufweitung des Scopes auf natürliche Personen und juristische Personen und auf Identitäten und Attribute eine riesige Chance bietet. Und wir haben ja schon viele Anwendungsfälle gehört. Ich glaube, spannend ist dann eben nochmal zu gucken, kriegt man die verschiedenen Sektoren zusammengebunden? Wir sehen ja, gibt es heute Nachmittag ja auch nochmal einen Vortrag, das Thema Health. Ist da eventuell eIDAS sozusagen ein Blick nach vorne, um vielleicht diese verschiedenen Infrastrukturen zusammenzubringen? Ich glaube ganz fest dran, weil der HBA ist im Prinzip nichts anderes als eine Wallet mit einer Signatur und dem Arztattribut drin, wenn man mal ehrlich ist. Da haben wir schon eine Visualisierungsmöglichkeit. Also das sind Themen, an denen wir natürlich auch als Bundesdruckereigruppe sehr intensiv arbeiten und ich glaube eben fest dran, dass wir in 2-3 Jahren auf eine ganz andere Welt gucken und dass das Thema Wallet an vielen Stellen in verschiedenen Sektoren auch eine Rolle spielt. Und ich glaube, das ist nochmal entscheidend. Man hat ja an den Beispielen gesehen, ne? Mitgliedsausweis heißt dann, das muss vielleicht gar kein hoheitliches Ding sein, das kann dann auch eine privat herausgegebene Wallet sein mit Zertifizierung. Aber diese Vielfalt wird es, glaube ich, ausmachen. Und ich glaube auch, letzter Satz, dass man nicht 100 Wallets haben wird, aber man wird eine kleine Zahl Wallets, vielleicht abhängig von den Sektoren, in denen man tätig ist, sein. Und wenn wir das haben, das zusammen mit der verpflichtenden Anerkennung grenzüberschreitend, dann haben wir, glaube ich, eine gute Chance.
Danke, Anna. In deine Richtung, wir haben jetzt auch ungefähr 4,5 Minuten vor uns und Zeit, aber was würdest du sagen für die Bankenbranche, jetzt insbesondere auch für die ING gesprochen, wo siehst du den hauptsächlichen Vorteil, wenn jetzt die EU, die iWallet kommt und ihr die dann in welcher Form dann auch immer integriert, in welchen Prozessen, oder hast du vielleicht ein Beispiel, wo du sagst, hey, das wird auf jeden Fall ein Gamechanger für euch? Also was wir jetzt auch schon machen, ist, dass wir angefangen haben, die EID zu nutzen als Identifikationsmethode neben Videochat und auch und Postident, der Weg zur Postfiliale. Also jegliche Form der Identifikation, denke ich, dass wenn es angekommen ist in der Gesellschaft, dann denke ich, dass das auf jeden Fall die Prozesse sehr vereinfachen kann. Ich weiß nicht, ob sowas auch im Sinne von in die Richtung Freigabe von Überweisungen, also überall, wo der zweite Faktor gerade im Banking wichtig ist. Da geht es aber darum, dass das muss einfach sein, das muss gut funktionieren. Also aus der Sicht der Nutzenden, wir sehen immer wieder in unseren Research-Projekten, Interviewrunden, die Menschen halten gern an, wie ich vorhin schon gesagt habe, gern an ihren gewohnten, bekannten Prozessen fest. Also insgesamt, klar, ist Wallet, ID-Wallet, denke ich, ist eine große Chance, aber wir müssen auf jeden Fall die Nutzenden dabei, also abholen, wo sie stehen. Die Menschen müssen merken, dass es ein Vorteil ist, dass sie wirklich davon profitieren, dass sie müssen unmittelbar spüren, cool, wenn ich das mache, dann spare ich mir die Zeit und es macht Spaß und es ist ja viel einfacher. Also die Anreize müssen total deutlich werden. Und wenn das geschafft ist, dann können wir, denke ich, weiter darüber nachdenken, wo, an welchen Stellen wir das in der Bank einsetzen können. Aber ja, ich halte die Fahnen hier hoch für die Nutzenden. Ich finde, wir müssen in erster Linie schauen, dass unsere Kundinnen und Kunden und zukünftigen Kundinnen und Kunden bereit sind und neugierig sind, diese Methoden auszuprobieren. Auf jeden Fall. Fokus auf die Nutzung, Fokus auf die Nutzenden. Bevor ich eine Frage noch vorbereitet habe, wollte ich aber noch hier rein ins Publikum schauen. Ich sehe leider die Online-Fragen gerade nicht. Ob es hier aus dem Publikum noch Fragen gibt. Ansonsten, letzte Frage vielleicht auch an dich, Kim. Und auch an dich, Anna, ganz, ganz konkret, was könnt ihr euch oder was stellt ihr euch vor? Wie ist der flächendeckende Einsatz von der EU, die iWallet sicherzustellen? Und was benötigt ihr jetzt vielleicht auch nochmal als letzten Appell an die Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort? Was wünscht ihr euch, wenn wir jetzt in den nächsten Wochen, Monaten und auch anderthalb bis zwei Jahre schauen? Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass das ein Prozess ist. Also es wird jetzt nicht den einen Big Bang geben und ist das alles da, ne, sondern die technischen Vorgaben, da ist noch viel zu tun, Implementing Acts sind alle noch zu schreiben, das ist alles ganz schön sportlich. Und das wird ein Projekt werden in mehreren Generationen. Ich glaube, das muss man ganz klar sagen, und es wird bestimmte Anwendungsfälle geben, mit denen man startet, und dann wird es weitergehen. Und ich glaube, da ist einfach wichtig, tatsächlich jetzt in der Erprobung viel auszuprobieren, viel zu zeigen, aber dann auch schnell erste Anwendungsfälle in die Breite zu bringen, ne, um wirklich sozusagen das zu zeigen. Und ich glaube, aber es ist auch wichtig, das ist ein Prozess. Das wird nicht so schnell fertig werden. Und das fällt auch gut, weil wir ja in den ersten Generationen auch Dinge lernen, die wir dann wieder einsetzen können. Also das ist, glaube ich, tatsächlich wichtig. Wenn ich hier sozusagen gleich eine Frage beantworten darf, Stichwort Identverfahren, wird die EU Wallet eine Möglichkeit der QIS bereitstellen, ohne die Notwendigkeit von Trustcentern? Also QIS wird sie bereitstellen, aber ich fürchte mal, ein VDA wird man schon noch brauchen, um das Zertifikat auszustellen. Die Wallet kann ja verschiedene Dinge, die könnte theoretisch den privaten Schlüssel selber halten, würde ich nach langjähriger Trustcenter-Erfahrung nicht unbedingt empfehlen, weil dann das Gerät ja sozusagen sichere Signaturstellungseinheit wird. Also es wird wahrscheinlich eher um eine Fernsignatur gehen. Und da würde man nach gängiger Rechtslage schon noch ein VDA brauchen. Also so ganz ohne Trustcenter, darf ich jetzt für meine alte Firma auch nochmal die Lanze brechen. Muss ja nicht die D-Trust sein, es gibt ja viele andere gute Anbieter, aber es könnte auch die D-Trust sein. Also ohne Trustcenter wird es wahrscheinlich nichts werden. Das ist in der EIDAS so definitiv so festgeschrieben.
Ja, dann bedanke ich mich bei euch beiden. Vielen Dank auch an dich, Anna. Und ja, zusammengefasst, Fokus auf den Nutzer, Sicherheit nicht außer Acht lassen und sich dem Ganzen agil nähern, agil auch weiterarbeiten, agil weiterentwickeln, um dann ja, die EU-Wallet auch zu dem Erfolg zu bringen, den wir uns alle hoffen. Vielen Dank für euch. Ja, vielen Dank.